Die klassische Individualsportart Leichtathletik. Nirgendwo anders werden die menschlichen Bewegungsabläufe des Laufens, Springens und Werfens so perfekt und elegant miteinander vereint wie hier. Und trotzdem ist diese Sportart vor allem beim 19. Hallensiebenkampf vom SC Tegeler Forst irgendwie anders zu verstehen. Es kommt nicht auf die persönliche Bestleistung an, vielmehr beherrscht das Miteinander, das Wir-Gefühl, die zweitägige Veranstaltung. Diesen Wettkampf mache ich seit, glaube ich, fast 20 Jahren, seit Anfang an jedes Jahr mit. Das ist jedes Mal ein ganz tolles Erlebnis. Und wenn man das in Gemeinschaft macht und angespornt wird, dann ist das einfach ein geiles Gefühl. An zwei Wettkampftagen konnten alle Teilnehmer in 7 verschiedenen Disziplinen sich dem Motto schneller, höher, weiter stellen. Das Starterfeld dabei bunt gemischt von jugendlichen Teilnehmern bis hin zu Senioren-Europameistern. Sie alle nahmen teil am Siebenkampf des SC Tegeler Forst. Wir haben allerdings heute eine Ausnahme zu laufen. Wir hatten einen Sportlehrer aus dem Raum Paderborn, der hat angefragt, ob er mit 2 Schulklassen teilnehmen könnte. Wobei aber die Schüler nicht alle 7 Disziplinen jeweils einzeln durchmachen wollten, sondern zu zweit sich die 7 Disziplinen aufteilen. Gemeint ist die Realschule Nieheim. Diese kam dank ihres Sportlehrers mal eben per Bus ins 400 Kilometer entfernte Berlin und verdeutlichte damit die kontroverse Leichtathletik. Na klar, sie ist eine Individualsportart, doch als Team noch wertvoller. Es ist einfach ein richtig sportliches Event für die Schüler, wo sie sich rankämpfen müssen, wo sie Ehrgeiz entwickeln müssen, wo sie sich motivieren, gegenseitig anfeuern. Und das ist doch alles, was ich als Sportlehrer oder als Lehrer überhaupt erreichen kann, wenn ich die Schüler für etwas motivieren kann. Und das klappte doch ganz gut. Über 2 Tage lang wurde zusammen gezittert, gejubelt und sich ausgepowert, um am Ende sogar fast den eigenen Sportlehrer beim Hochsprung zu besiegen. Geklappt hat das zwar noch nicht ganz, aber darum ging es ja auch nicht. Vielmehr zeigte der 19. Hallensiebenkampf, dass Leichtathletik mehr ist als eine verbissene Einzelsportart. Hier kann man Spaß haben, alleine oder als Mannschaft.